zwischen Besucher, Interessenten und hier unten sind die Mandanten. Die erste Kunst besteht jetzt daraus, wie schaffe ich einen Besucher? Was ist ein Besucher? Stellen Sie sich in der Offline-Welt vor, jemand, der einen Schaufensterbummel macht und guckt einfach mal ins Schaufenster und ist wieder weg. Das ist ein Besucher. Da ist die erste Herausforderung, wie mache ich aus dem Besucher einen Interessenten? Ein Interessent ist derjenige, der in der Offline-Welt die Visitenkarte da lässt. Also hier heute Messesituation, die Leute schlendern an unserem Stand entlang. Ja, Anwalt, ein bisschen komisch hier, geht weiter. Ist ein Besucher, nichts draus gemacht. Wenn ich aber ins Gespräch komme und der lässt mir seine Visitenkarte da und sagt, ja, ich habe da vielleicht was für Sie, konnte man einen Vertrag durchschauen, dann wäre das ein Interessent. Und wenn der Interessent uns beauftragt, dann habe ich einen Mandanten. Und das ist für uns so der klassische Funnel, Besucher, Interessent, Mandant. Die erste Frage, die sich stellt, wie komme ich denn an Besucher aus meiner Zielgruppe? Und da haben wir diesen riesen Traffic-Bereich, wo wir auch heute hier ganz viele Vorträge haben. Da sind wir sehr stark unterwegs. Wir haben Xing, wir haben Facebook, wir haben einen eigenen YouTube-Channel, wir haben eine Internetseite, also wir betreiben viel SEO, also AdWords, Google AdWords, machen wir hier mit der Firma Fairing, so ist auch die Verbindung. Was habe ich noch vergessen? Ein Podcast werden wir dieses Jahr auflegen. Ganz wichtig ist ein Blog, den wir haben, und wir haben eine eigene PR-Abteilung. Das heißt, oben ist natürlich der Trichter noch relativ weit. Da hilft viel, das haben wir uns im Laufe der Zeit aufgebaut. Wir sind zwar eine Anwaltskanzlei, aber ich habe jetzt zum 1.4. eine Frau eingestellt, Head of Marketing, und am Freitag habe ich die Bewerbungsgespräche, da stelle ich einen eigenen ITler ein, also einen Programmierer ein, weil das effektiver ist, als immer Agenturen zu beschäftigen. Und da gibt es eben auch wunderbare Tricks, die man macht. Wir haben eine Blogredaktion, wir haben 8 Blogredakteure, die Blogs schreiben, also bei uns wird jeden Tag mindestens ein Artikel veröffentlicht. Und diese Artikel müssen natürlich eine gewisse Keyword-Anzahl oder gewisse Keywords enthalten, eine gewisse Keywords-Anzahl, damit wir letztendlich über den Blog im SEO besser ranken, also dass wir da generisch bei Google sehr weit oben sind. Also oben, das sind viele Maßnahmen, die wir alle betreiben, die meisten, die kennen die ganzen Maßnahmen. Was ein bisschen ungewöhnlich ist als Anwaltskanzlei, wir betreiben auch einen eigenen YouTube-Channel. Schauen Sie mal einfach bei YouTube, Minus und Kreuzer. YouTube ist für uns extrem wichtig. Das erste, was wir angelegt haben, ist eine Playlist bei YouTube mit einem Rechtslexikon. Stinkt langweilig, wird noch gar nicht viel geklickt. Videos kaum 60 Sekunden zu den Begriffen, zum Beispiel Kündigungsschutzklage oder LKW-Kartell. Hintergrund dessen ist, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt und wir haben dadurch, ranken wir bei diesen Begriffen extrem hoch bei YouTube. Das heißt, eine Playlist erstellen mit dem Lexikon ist vielleicht langweilig und hat nicht viele Klicks, aber sie ranken fantastisch bei YouTube. Dann ist es so, bei uns, wir machen ein bundesweites Geschäft eben übers Online-Marketing und Anwalt ist ja immer noch so, Kompetenz, Vertrauen, eigentlich so der Nasenfaktor von früher wichtig. Und bei mir ist es häufig so, ich verweise die Leute auf die YouTube-Videos oder andersrum, Leute kommen schon auf uns zu und sagen, hey Minas, ich kenne Sie. Sind Sie noch nicht begegnet? Doch, ich kenne Sie, ich habe mir ein paar Videos von Ihnen angeguckt. Das heißt, das ist ein extrem gutes Medium, dieses YouTube-Video zu drehen, weil die Leute dann das Gefühl haben, die lernen einen so ein bisschen kennen, der ist mir sympathisch, der ist mir nicht sympathisch. Natürlich darf man da nicht in Anspruch haben, dass alle einen toll finden. Da sind auch immer Leute dabei, die sagen, das ist scheiße. Aber so nach meiner Erfahrung ist es so, 30% finden es scheiße. Die sagen, ja, das ist doof. 50% ist es völlig wurscht. Aber 20% finden es gut. Und die 20% habe ich, die kommen zu mir. Die sind zumindest mal erstmal Besucher und dann ist die nächste Kunst, die zum Interessenten zu machen. Also für die Offliner, YouTube-Channel kann ich nur empfehlen. Wir haben jetzt ein ganz neues Format gemacht, wir haben also bisher Videos gemacht. Da sitzen wir, da sitze ich auf dem Schreibtisch, damit es ein bisschen lockerer wird, nicht so typisch anwaltlich steif. Und hauen dann eben zu gewissen Themen Content raus, Videos 2-3 Minuten länger dürfen nicht sein. Und jetzt haben wir so eine neue Playlist gemacht, eine neue Art, die heißt Hashtag versehen frag Minas.
Leute, ich habe eine Radioshow bei uns in einem Radiosender, Leute kennen mich, fragen mich irgendwas, was gerade aktuell ist. Zum Beispiel ging es jetzt um Rettungsgassen oder es ging um dieses, was hoch herging auch bei Facebook, war dieses Raserurteil von den Berliner Bruderrasen. Kennen Sie? Ja, ne? Das heißt, da diskutieren die Leute, das hat jetzt nicht unbedingt was mit meinem Thema zu tun, ich will jemandem Widerruf Darlehen verkaufen, aber jedenfalls habe ich Conversion, habe ich Traffic, der Bekanntheitsgrad steigt und die Leute klicken ja dann von einem Video aufs nächste. Also wichtig ist ja erstmal interessant zu sein, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Die Leute haben ja nicht jeden Tag Bedarf für einen Anwalt, aber wenn sie den Bedarf haben, müssen sie an mich denken. Und da hilft eben viel, viel. Und ich gehe da mittlerweile ganz profan mit einem Selfie-Stick, mit meinem iPhone, mache ich ein Video, was sehr schnell geht, in so einem Vlog-Style, hat kein anderer Anwalt, es fällt auf. Und da ist auch wieder dieselbe Quote. Natürlich finde ich einige blöd, sagen, du für einen Anwalt, das ist ja unseriös, was du da machst, warum machst du das? Aber es gibt eben auch viele Leute, die sagen, ey cool, neues Format, du bist mir aufgefallen. Zum Beispiel ist so jetzt über dieses Format, Frag Sinas, Sat.1 auf mich zugekommen und ich habe da mit denen jetzt was gedreht, bin dann irgendwo als TV-Experte. Also das ist dann so ein, ja, ein bisschen energetisch, eins ergibt dann eben das andere. Also da kann ich mir einen Tipp geben, keine Angst haben, einfach mal was ausprobieren. Extrem wichtig, um Traffic zu erzeugen. Facebook ist natürlich auch so eine Geschichte. Wir holen mittlerweile über Facebook jeden Tag mindestens ein Mandat. Also über Facebook geht es direkt hier rein. Das mit einem relativ kleinen Budget. Also auch Facebook ist für uns sehr wichtig. Da teasern wir dann Themen an. Zwischendurch bespielt man natürlich immer mal wieder ein Foto, weil Foto, da macht Facebook auf, da haben sie eine relativ hohe Reichweite, ohne dass sie was dafür bezahlen müssen. Und dann immer wieder ein- bis zweimal in der Blogbeiträge, wenn es da was Neues gibt zum Thema, was ich nicht spielen will, VW oder sowas, es gibt ein neues Urteil. Und dann schreiben wir tatsächlich auch im Bildzeitungsstil, in der fetten Überschrift, Hammerurteil bei VW. Und so weiter und so fort. Ja, also wir erregen dadurch Aufmerksamkeit und haben tatsächlich eine Conversion, die über Besucher und Interessenten hinausgeht. Also da kann ich nur empfehlen, auch als Offliner mutig sein, auch als Steuerberater, den Facebook-Account zu pflegen, jeden Tag was zu posten. Denn ansonsten, wenn Sie nicht jeden Tag was posten, nimmt Ihnen Facebook mittlerweile Reichweite. Also extrem wichtig, da was zu machen. Und lieber mal ein Bild raushauen, als Reichweite verlieren. Was ich jüngst kennengelernt habe, und das ist auch so ein total profaner Trick, ist Xing. Xing hatte ich so ein Xing-Profil, wie wahrscheinlich alle hier im Raum, aber irgendwie tat sich dann nie was bei Xing. Xing ist für mich wichtig im B2B-Geschäft und dann habe ich mir gedacht, ja, ich habe so ein Xing jetzt das Premium-Profil. Das heißt, wenn man so ein Premium-Profil hat, ist ja was für Neugierige. Man sieht ja, wer auf seiner Seite war. Und da war mein Gedanke, wie komme ich jetzt über Xing für meine Themen, also Widerruf Darlehen und Widerruf Lebensversicherung, Lebensmittel vor allen Dingen, wie komme ich da gar nicht an den Endkunden, sondern wie komme ich da an Multiplikatoren? Denn wir werden sehr häufig empfohlen von Immobilienmaklern, Finanzmaklern, Versicherungsvertretern, die bringen uns ihre Kunden in der Hoffnung, wir holen die aus dem laufenden Vertrag raus. Dann wird Geld frei und dann haben die Hoffnung, dass die Kunden dann da neu anlegen. Also wir sind für die ein Instrument. Und dann habe ich per Zufall eine völlig veraltete Software entdeckt, die heißt Xing Butler. Kann ich nur empfehlen, weil sie kennt die jemand hier im Raum? Sie kennen die? Die habe ich letztens entdeckt und habe gefiltert alle Finanzmakler, alle aus dem Bereich Finanzen. Da waren dann bei Xing eine dicke fünfstellige Anzahl vertreten und Xing Butler besucht automatisch jeden Tag deren Profil. Also ich habe das so eingestellt, dass nur Premium-Profile besucht werden, dann wird die Zielgruppe schon ein bisschen kleiner. Und das führt dazu, die sind natürlich auch neugierig, jeden Tag wird empfohlen, maximal 900 Profile zu besuchen, weil ansonsten empfindet Xing das als Spam. Und ich besuche jeden Tag 900 andere Profile. Und wenn ich jetzt mein Xing-Profil aufschlage, ist es so, dass ich mindestens 50 Nachrichten habe.
Und Finanzmakler schreiben mich an, sie haben mein Xing-Profil besucht, was kann ich für sie tun? Oder eben, hey, ich habe ihre Xing-Seite gesehen, sie bieten das und das an, das könnte spannend werden. Das heißt, ich muss gar nichts tun, ich könnte noch viel mehr nacharbeiten, aber das mache ich gar nicht, weil das zu viel wird. Aber ich habe jeden Tag enormen Traffic und habe schon zig Kooperationspartner darüber gewonnen, weil die Leute mich angeschrieben haben, ich schreibe dann zurück, soll mir ihre Telefonnummer schicken, mache dann über mein Sekretariat einen Telefontermin aus und dann ist man relativ schnell einig, weil es ist immer das Gleiche, die wollen uns ihre Kunden empfehlen, die sollen ihre Verträge rausholen, ich habe das, was ich will, er hat das, was er will. Total einfache Möglichkeit, völlig überaltete Software, aber funktioniert grandios.